Auf der Intensivstation ist Mediziner Bernd Marnau gefordert. Was ist denn passiert? Also er ist mit dem RTW hierher gebracht worden von diesem kleinen Baggersee da im Norden. Ein Passant hat ihn wohl irgendwie aufgefunden, weiß nicht so genau, aber er hat da wohl gelegen und ist bewusstlos gewesen. Mehr wissen wir nur zurzeit auch nicht. Er ist unterkühlt, ja. Temperatur hat es noch mal gemacht? Ja, 34 war die. 34, ja, 34. Das ist eine Unterkühlung Grad 1. Das muss man jetzt sehr, sehr vorsichtig und langsam behandeln. Es ist jetzt nicht lebensgefährlich, oder? Es ist schon ernst, ja. Es ist so eine Unterkühlung, ist nicht mit zu spaßen, Frau Richter. Wir werden ihn ganz langsam aufwärmen, und zwar nicht von außen mit Heizdecken, sondern von innen mit angewärmten Infusionen. Sonst kann es sein, dass der Körper noch mehr Temperatur verliert, und das ist dann gefährlich für den Kreislauf. Wenn ein Patient stark unterkühlt ist, hat der Körper eine ganz wichtige Schutzfunktion. Das noch warme Blut konzentriert er innen drin in den wirklich lebenswichtigen Organen: Herz, Gehirn, Nieren. Und wenn man den Patient dann gut gemeint sehr schnell ins Warme bringt, ihm vielleicht eine Heizdecke drauf tut, dann werden die Blutgefäße in der Peripherie, in Armen und Beinen, plötzlich weit. Und dann fließt das warme Blut, was innen drin sein muss, fließt in die Arme und Beine. Dann fällt die Körperkerntemperatur, und das kann zum Tod führen. Das ist der Rewarming Death. Ist der Vater denn irgendwie krank? Wissen Sie da was? Nimmt er irgendwelche Medikamente? Er hat Bluthochdruck und Beta-Blocker, aber eigentlich ist er da gut eingestellt. Beta-Blocker, also okay. Würde mich das jetzt wundern, wenn das irgendwas mit machen würde. Ja. Ich weiß natürlich nicht, was Sie jetzt ihm geben, ob das vielleicht irgendwie... Also das Beta-Blocker würde den langsamen Puls erklären. Er hat sicherlich eine starke Unterkühlung. Wir müssen jetzt einfach ihn langsam erwärmen und mal gucken, was dann wird. Ja, er bleibt erstmal auf der Intensiv, definitiv. Okay. Wobei, Sie sagten gerade, er war am See. Ja, so haben wir es gehört vom RTW, ja. Okay, ich meine, ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert und er meinte, er würde mit seinem Freund Hubert dort heute angeln. Ja. Ich weiß nicht, ist noch jemand anderes mit ihm eingeliefert worden? Nein, oder? Nein, Moment, jetzt mal ganz langsam. Er ist von einem Passanten gefunden worden, der da mit seinem Hund spazieren geht. Was ist mit diesem Hubert? Was ist da? Also die gehen halt meistens zusammen angeln und ich dachte halt, wie gesagt, die werden jetzt auch gemeinsam angeln, und deswegen wundert mich das gerade. Ich weiß nicht, ob er auch mit ins Wasser gefallen ist. Oder ob er wie heißt denn der Hubert? Hubert Grabowski. Also ich mache mir da gerade ein bisschen Sorgen. Ich glaube, ich rufe den mal kurz an, vielleicht erreiche ich den. Versuchen Sie es mal. Also Sie vermissen den, weil die immer zusammen waren. Ja, ja, vor allem, es war ja auch der Plan, dass die beiden gemeinsam halt angeln gehen. Die sind halt beste Freunde. Seitdem meine Mutter gestorben ist, sind die ein Herz und eine Seele. Deswegen wundert mich das. Gute Kumpels einfach, die beiden Herren. Versuchen Sie mal. In der Notaufnahme ist auch keiner. Habe ich jetzt nicht gehört. Oder über die Leitstelle oder so? Oder direkt die Mailbox dran. Weil sonst kriegst du das ja eigentlich Mailbox. Mit, ne? Okay, Sie bleiben hier. Grabowski war der Name? Ja, Hubert Grabowski. Ich versuche mal nachzuhören. Okay, Die Tochter kam dann, Gott sei Dank, konnte aber auch nicht viel beitragen zur Vorgeschichte. Sie erzählte nur, dass wenn ihr Vater angeln geht, er das eigentlich mit einem Kumpel macht, seinem besten Freund, dem Herrn Grabowski. Und der war aber von den Rettungskräften dort nicht aufgefunden worden, sodass ich mich veranlasst gesehen habe, auf der Rettungsleitstelle noch mal anzurufen und zu sagen, dass da möglicherweise ein Zweiter im Wasser liegt. Hier, der Kumpel, der Grabowski, ne, der verloren gegangen ist und so. Weißt du, wo der ist? Der ist hier. Ach was, nicht hier in der Notaufnahme. Ja, seit dreieinhalb Wochen auf der Inneren. Ja, Vater, der kriegt keine Luft mehr, der regt nach Luft, ich weiß nicht, was... Moment. Einmal Sauerstoff hochdrehen, Herr Grabowski, ruhig atmen. Ist hochgedreht. Ruhig atmen. Hier ist Wasser auf der Lunge. Das hört sich nach einem Lungenödem an. Okay. So. Okay. Ja. Also. Oh ja. Okay. Also, okay. So, geh mal hoch. Ja. Also, da ist die Komplikation. Ihr Vater hat Wasser auf der Lunge. Ja, das hatte er bei der Einlieferung noch nicht. Ganz ruhig atmen. Der Kampmann hat sich dann akut verschlechtert. Er kriegte plötzlich schlechter Luft. Ich habe ihn abgehört, habe Wasser auf der Lunge festgestellt. Das berühmte, gefürchtete Lungenödem, was da gar nicht hingehört. Und dann mussten wir schnell handeln, ihn stabilisieren und Diagnostik machen, gucken, wo das herkommt. Das haben wir dann auch zügigst
eingeleitet. Sie brauchen sich da wirklich keine Sorgen machen, Sie können hier warten. Aber was ich Ihnen noch sagen wollte, ist, der Doktor hat uns gerade die Information gegeben, dass der Herr Grabowski, von dem Sie gesprochen haben, ja, der liegt schon längere Zeit hier im Krankenhaus, so seit circa 4 Wochen. Okay, und was hat der Hubert jetzt? Also warum liegt er jetzt hier schon? Also da kann ich Ihnen überhaupt keine Auskünfte drüber geben. Ich darf Ihnen da auch keine Informationen zu geben. Da können Sie ja hinterher noch mal zu ihm hingehen, ja, und noch mal nachfragen. Ich glaube, ich würde gerne machen. Warum er jetzt so lange hier ist. Wobei, ja, das heißt ja, wenn der Hubert jetzt hier schon seit 4 Wochen liegt, das heißt ja, dass mein Vater, ja, mich angelogen hat. Das heißt ja, dass er ja nicht mit angeln war heute, mhm, und er war alleine heute an dem See. Ja. Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Während der Intensivpatient in der Radiologie durchleuchtet wird, möchten Bernd Manau und die Tochter des unterkühlten Mannes dessen besten Freund besuchen. In der Hoffnung herauszufinden, warum der Rentner in Bezug auf den Angelausflug gelogen hat. Guten Tag. Hubert. Mama, mein Name. Hey, Kerstin. Hi. Eva, das ist aber eine Überraschung. Ja, was warst du denn hier? Dass du mich hier besuchen kommst. Was, wie kommst? Warum liegst du hier? Ja, ich bin schon eine ganze Zeit lang hier mit einer Lungenentzündung eingeliefert worden. Ach nee, ja, und jetzt bist du 4 Wochen, jetzt liegst du jetzt hier und, ja, liest Anglerzeitschriften. Sag mal, weißt du irgendwas? Weil Papa wurde heute auch hier eingeliefert. Der war wohl angeln, hat mir gestern gesagt, dass er mit dir heute angeln ist. Weißt, also offensichtlich, weil du jetzt hier liegst, warst du heute nicht dabei. Weißt du irgendwas davon, dass er mit jemand anderem vielleicht angeln gegangen ist? Oder weißt du da irgendwas von? Also mit mir angeln ganz bestimmt nicht. Ja, offensichtlich nicht. Aber jetzt musst du mich mal erklären, wo geht er dann alleine angeln? Ich glaube, der war irgendwie 2 Kilometer nördlich von bei ihm zu Hause, irgendwie bei diesem See. Und da hat man ihn wohl gefunden, ein Passant hat ihn da gefunden. Du meinst das Partyloch? Dieses Drecksloch? Keine Ahnung, der See halt. Ja, aber da fängst du alles. Da machen die jungen Leute Party. Da fängst du Flaschen, Müll, Unterhöschen von Damen und Herren. Aber keine Fische. Garantiert keine Fische. Okay, was macht Papa denn dann da? Also, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber jetzt mal was anderes. Was ist denn jetzt mit dem Jürgen? Ist der... Also, Ihr Kollege ist da in dem See, man kann sagen, beinahe ertrunken, ja. Der lag bewusstlos im Flachwasser, ja, und ist mit dem RTW zu uns, der ist jetzt auch bei uns auf der Intensiv. Mhm. Also alles ein bisschen komisch, die Geschichte. Aber warum weißt du denn nichts von Papa, also dass er irgendwie angeln war? Also wann habt ihr denn das letzte Mal miteinander geredet? Du, das ist schon ein paar Wochen her. Dann habe ich dir mal eine Geschichte erzählt, dass ich ja jetzt in betreutes Wohnen gehe, weil ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr alleine zu Hause sein. Okay, und seitdem habt ihr nicht miteinander geredet, oder? Seitdem ist er mir laufend aus dem Weg gegangen. So, Herr Grabowski, können wir starten? Ach du Scheiße. Also ich wäre jetzt soweit. Sind Sie auch soweit? Sie haben so gerade noch gefehlt. Was machst du denn hier? Ja, ich muss hier was klären. Das ist der Kumpel, Kollege, Angelkollege offensichtlich von einem Intensivpatienten von mir. Der ist im Flachwasser bewusstlos aufgefunden worden. Wir versuchen gerade detektivisch rauszukriegen, was da passiert ist. Ja, ich würde mir jetzt eigentlich gerne mal schnappen für die Mobilisation, weil der gute Herr muss nämlich jetzt mal aus dem Bett. Der hat mich schon 2-mal vertröstet. Einmal, weil müde, einmal, weil so ein wichtiger Artikel zu lesen war. Jetzt würde ich sagen, alle guten Dinge sind 3. Jetzt würde ich sie mir gerne mal schnappen. Ich habe Schmerzen und Rücken tut weh und... Was meinen Sie, warum Sie Rücken haben? Weil Sie den halben Tag da liegen, platt wie eine Flunder, da wird das auch nicht besser. Ne? Ich bin doch jetzt in einem ganz wichtigen Gespräch. Ja, ja, ich bin auch hier in einem wichtigen Gespräch. Ich muss Sie jetzt hier mal ein bisschen aus dem Bett kriegen. Ich habe doch was für dich, Kerstin. Lass dich da nicht verrückt machen von der Frau, oder? Das ging aber jetzt flüssig, die Bewegung. Das war aber ganz gut jetzt. So viel Rücken kann das aber nicht sein. Ich meine, ich bin nicht Ihr Stationsarzt, aber... Das scheint mir doch was anderes dahinter zu stecken hier, was die Schwester da sagt. Ist doch richtig, Mobilisation. Schummeln Sie uns ein bisschen an, oder? Mir geht doch hier gut. Das ist doch 3-mal am Tag Verpflegung, Kosten und Logis frei. Ist und interessant. Was steckt denn wirklich dahinter, du? Was steckt denn dahinter? Warum sagst du das, dass du Rückenschmerzen hast und dann... Ein Hotel sind wir aber auch nicht, ne? Ja, ja, wie gesagt, tut mir auch ein bisschen leid, aber ich habe... kann erst in 2 Wochen in der Betreute wohnen. Was für ein betreutes Wohnen? Ja, ich habe da so eine
so ein Zimmer gekriegt in betreuten Wohnungen und ich muss jetzt irgendwie die Zeit überbrücken. Ja, das haben Sie sich so gedacht, aber nicht bei uns. Betreutes Wohnen ist was in den letzten Jahren sehr populär geworden ist für ältere Leute. Es heißt nicht Altenheim, sondern die Menschen haben dort in Einrichtungen eigene Apartments, vielleicht auch mit kleinen Küchen, können sich das Frühstück selber machen, aber es gibt ein Restaurant dort, es gibt einen Pförtner dort, der ein bisschen aufpasst, der guckt, dass es den Leuten gut geht. Es ist kein Pflegeheim, das heißt, es gibt keine Krankenschwestern dort. Das ist für Leute, die denken, sie kommen in eigener Wohnung nicht mehr so zurecht, aber noch zu jung und zu fit sind, um ins Pflegeheim zu gehen. Also, Ihr Vater ist vom Röntgen zurück. Okay. Er hat sich stabilisiert. Ich muss jetzt wieder rüber. Und okay, ich würde sagen, Sie wollen sicherlich gerne mitkommen. Ja, klar. Und dann lassen wir die. Geht's ja soweit gut. Naja, und dem geht es noch besser, ne? Dann lassen wir die beiden Herrschaften hier mal alleine, ne? Hau rein. Ich würde sagen, der Hubert geht mal mit. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Deal. Sie üben jetzt ein bisschen mit mir und wenn das gut geklappt hat, dann nehme ich Sie mit. Bringe ich Sie zu Ihrem Freund, okay? Patienten, die länger im Bett liegen und länger meint durchaus mehr als eine Woche, bilden ganz schnell ihre Muskeln zurück. Das ist dasselbe Phänomen, was die Astronauten auch haben in der Schwerelosigkeit. Die Patienten unterschätzen das oft, wie schnell das geht. Und wir bestehen darauf, dass sie zum Muskelaufbau wieder mobilisiert werden. Die müssen raus aus dem Bett. Ja, die müssen sich bewegen, die müssen laufen, auch damit es keine Thrombose gibt. Also unser Verdacht hatte sich bestätigt dann. Okay. Wasser auf der Lunge, ein sogenanntes Lungenödem. Ja, das sieht man hier im Röntgenbild, hier diese weißen Linien. Das ist alles Flüssigkeit, die da nicht hingehört. Deshalb hustet der Patient es dann auch aus. Ja. Häufigste Ursache für sowas ist ein Herzinfarkt. Okay, das konnten wir aber bei Herrn Kampmann bei Ihnen ausschließen. Sie haben keinen Infarkt, ja, sondern das Wasser auf der Lunge hatte eine andere Ursache. Ja. Ja, wir vermuten ein relativ schwieriges Krankheitsbild. Ich versuche es mal einfach zu machen. Das heißt SIPE-Syndrom, Englisch, Swimming-Induced Pulmonary Ödema. Das heißt, durch das kalte Wasser, durch den Sturz ins Wasser, kommt es zu einer Umverteilung des Körperwassers, ja, weil der Wasserdruck alleine das Wasser nach oben in den Brustkorb schiebt. Dazu kommt das kalte Wasser, ja. Dazu kommt sozusagen die Beta-Blocker, die er für den Blutdruck einnimmt. Das heißt, es hat sich Wasser in der Lunge angestaut bei Ihnen, Herr Kampmann. Und das hat dann zu dieser Verschlechterung geführt. Okay, aber apropos Wasser, also was ist denn da jetzt genau passiert? Warum warst du alleine angeln? Hubert hat gesagt, er war nicht mit dir angeln. Du hast doch gestern gesagt, ihr wart gemeinsam. Also ja, ich verstehe das gerade nicht. Ich habe dich da ein bisschen angelogen. Aber warum denn? Der Hubert, der hat mir vor 4 Wochen ungefähr gesagt, dass er ins betreute Wohnen geht. Ja, und ja, okay. So, und ich habe Angst, seitdem Mama tot ist, ich habe doch keinen mehr. Und Hubert ist halt eben mein allerbester Freund. Und wenn der jetzt auch noch geht, dann bin ich alleine. Ich hab zwar nicht alleine. Ja, ich will dir aber nicht zur Last legen. Ich habe zwar eine gute Rente, das weißt du, wo ich gut von leben kann. Aber fürs betreute Wohnen reicht es nicht. So, und dann habe ich mir überlegt, man hört so viele von Leuten, die Flaschen sammeln. So, und da bei uns in der Nähe ist ein See. Und das ist, die sagen da alle Partysee für, das ist so junge Leute, die feiern da. Hat Hubert gesagt. So, und dann habe ich mir Bötchen gemietet und bin dann Flaschenangeln gegangen. Keine Fische, sondern Flaschen. So, Papa, weil von dem Geld wollte ich mir halt eben dann das betreute Wohnen finanzieren. Warum hast du denn nichts gesagt? Ja, hätte aber auch nach hinten losgehen können. Das war aber ganz schön knapp. Ja, ich bin auf dem blöden Boot, da habe ich wohl beim Einsammeln von den Flaschen habe ich wohl Wasser auf das Ding gekriegt, auf das Holz. Und da bin ich ausgerutscht und ins Wasser gefallen und seitdem weiß ich nichts mehr. Und da bin ich mit Ihrem Kumpel zusammen ins betreute Wohnen, oder wie? Das wäre mein allergrößter Wunsch. Ich weiß nur nicht, ob er überhaupt noch mit mir redet, weil ich Hubert liegt übrigens auch hier im Krankenhaus. Was? Ne? Ja, der liegt schon seit 4 Wochen hier im Krankenhaus. Warum hast du denn nicht keinen Kontakt mehr mit ihm? Warum weißt du das denn noch nicht einmal? Ich bin sauer auf den. Ja, warum denn? Das ist doch dein bester Freund. Der hätte doch reden können. Ja, der hat mir gesagt, er geht in betreute Wohnen. Das kann ja, ich nicht. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Ich hab einmal gesucht. Ey, was machst du denn hier? Grüß dich. Ja, kannst du mir sagen, was du gemacht hast? Ja, ich war Flasche sammeln. Du warst was? Ja, Flasche sammeln, weil du gehst doch in der betreute Wohnen. Und ich habe
Darf ich kurz unterbrechen? Ich bin kurz weg, Herr Grabowski. Ich hole Sie gleich wieder ab. Bis später. Mach es gut. Und ich möchte Ihnen mit dir dahin, Jan. Und dafern ich dann die Flasche hier sammle, dass ich mir das auch leisten kann. Hey. Und dann passiert so eine Blödsinn. Das ist ja geil. Du willst mit mir? Ja, ja, wir sind doch halt Freunde. Wir haben doch dick und dünn, haben uns geschworen. Ja, ja. Ja, dann tun wir das doch auch. Da wollen Sie zusammen ins Betreute wohnen? Ja, wenn das klappt, auf jeden Fall. Coole Idee. Du hast doch meine Hupi nicht erlebt. Man hört ja, dass da mehr Damen als Herren sind in der Regel, ne? Ja, das ist so, ne? Das ist aber so, ja. Erstmal die Herren, ein bisschen höchst noch. Sie bleiben noch hier. Sie, muss ich gucken, mit dem Kollegen, sind auch noch nicht ganz entlassungsreif. Ja, erst gesund werden und dann weitersehen. Aber ja? Wenn ich hier von intensiv runterkomme, dann kann ich doch bei Hupi über Zimmer, ne? Können wir das versprechen? Versprechen kann ich es nicht, aber wir geben unser Bestes. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Aber dann ist es Piano. Ne? Ja, ja. Ja, Herr Kampmann, ich darf mich verabschieden. Dankeschön. Ihr Job, Herr Grabowski, Ihr Job ist es, weiter schön Pipi zu machen, Wasser ausschwemmen. Ja? Ja? Okay. Wir sehen uns morgen zur Visite. Ne? Dankeschön. Okay. Nach einer Woche Klinikaufenthalt durfte Jürgen heim. Bleibende Schäden hat der 68-Jährige nicht zu befürchten. Damit sich der Rentner, genau wie Kumpel Hubert, einen Platz im betreuten Wohnen leisten kann, wird seine Tochter ihn finanziell unterstützen.